Das ist Paul. Paul ist eine Nordmantanne, aber sie ist nicht nur eine ganz normale Nordmantanne, sondern eine ganz besondere. Das erklärt uns jetzt Initiator Bastian Hoffmann. Also wir haben wie im letzten Jahr hier in Mogendorf bei uns am Firmenstandort eine Weihnachtstanne aufgebaut. Diese Weihnachtstanne hat bei uns den Kosenamen Paul. Und Paul kann von jedem beliebigen geschmückt werden mit einer Kugel oder mit mehreren. Und für jede Kugel spenden wir 5 € an zwei, drei begünstigte Vereine hier in der Region, weil wir als Unternehmen halt auch hier in der Region ansässig sind und auch natürlich diese Region ja sozial unterstützen möchten. Wir wohnen hier, also wollen wir auch hier helfen. Und geholfen wird direkt bei drei Projekten. Dementsprechend in diesem Jahr war es dann die Freiwillige Feuerwehr hier in Mogendorf, sowohl die Grundschule hier in Mogendorf als auch das Tierheim in Ransbach-Baumach. Insgesamt sind 3.990 € zusammengekommen. Wobei nicht nur von uns, sondern auch von vielen unserer Kunden und Partner, die sich an unserer Aktion beteiligt haben. Und das ist etwas, wo ich einfach sage, das ist toll, wenn du weißt, du kannst dich auf die Unternehmer, auf die, ich sag mal, Menschlichkeit hier in der Region verlassen. Hier helfen wir uns gegenseitig. Und wir sind jetzt gerade hier bei der Freiwilligen Feuerwehr in Mogendorf. Die Feuerwehr in Mogendorf unterstützen wir zum einen, weil sie hier bei uns natürlich direkt am Standort sitzen. Zum anderen aber auch, weil die Freiwillige Feuerwehr Mogendorf, ja, wie auch alle anderen Feuerwehren, immer wieder auch auf die Hilfe der Öffentlichkeit, der Gesellschaft angewiesen sind. Und es freut mich, hier heute dem Rolf Sein den Spendenbetrag von 1.390 €, ja, übergeben zu haben. Halt, stimmt nicht, 1.330 €. Und ich denke, die können das Geld ganz gut im Förderverein gebrauchen. Also wir freuen uns natürlich sehr über so eine hohe Spende. Erst recht von einem Unternehmen, was hier am Ort ansässig ist und der Gemeinschaft sehr, sehr zuneiglich ist und dementsprechend dann auch was für die Gemeinschaft hier im Ort tut und uns dann dabei halt auch unterstützt. Wir sind halt sehr froh, gerade in diesen Zeiten über so eine enorme Spende, weil ja doch das gesellschaftliche Engagement im letzten Jahr leider pausieren musste aufgrund der Corona-Krise. Und dementsprechend alle Vereinsaktivitäten, die sonst die Wehr unterstützen, halt unterbrochen werden mussten. Und daher freuen wir uns natürlich sehr über so eine Spende. Auch im Tierheim Ransbach-Baumbach freute man sich riesig über diese Spende. Wir haben damit vor, das in unseren Neubau zu investieren. Der ist dringend notwendig, da wir hier am Standort nicht mehr bleiben können. Also es ist mega. Das ist auch wie Xpertus letztes Jahr schon. Wir sind immer sehr dankbar darüber. Und uns haben tatsächlich Leute angesprochen und auch Kugeln hier vorbeigebracht, die wir dann als Team noch vorbeigebracht haben. Und ja, es ist einfach Wahnsinn. Großartig. Wir sind total begeistert gewesen, als Frau Hoffmann kam und hat das Plakat zur Veröffentlichung zu uns gebracht. Und dann haben wir alle Kinder mobilisiert, alle Eltern haben einen Elternbrief bekommen und wurden angespornt, Paul zu dekorieren, damit der bunt leuchtet und keine grüne Nadel mehr zu sehen ist. Das wurde klassenweise organisiert. Jeder Klassenleiter hat in seiner Klasse die Kinder nochmal drauf angespornt und mit ins Boot genommen und alle haben sich beteiligt daran. Wir haben gerade zwei Baustellen. Einmal die Ausführung der Digitalisierung, die unter anderem vom Bund finanziert wird. Dort sind ganz viele Themen geplant mit interaktiven Tafeln bis hin zu Laptops für die Schüler, wo wir den Bestand aufstocken. Da wird was gebraucht. Und die zweite Baustelle, die wir haben, ist der Mehrzweckraum, den wir nutzen als Theater, als Essenraum, als Gemeinschaftsraum. Der wird vergrößert. Das auch immer wieder was zu investieren.